TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute einen Spießbraten mit nur 3 Zutaten. 2 davon seht ihr hier schon, nämlich einen ganzen Schweinenacken und 4 Stück grobe Paprika-Bratwürste. Ich beginne mit dem Spießbraten, nämlich mit dem Zuschnitt. Und so ein Schweinenacken hat so eine etwas krümmere Seite und eine etwas geradenere Seite. Und an dieser geradeneren Seite, da werde ich meinen Schnitt ansetzen und dann jetzt hier von oben bis ungefähr fast aufs Brett einmal runterschneiden. So dick, wie ihr dieses Stück hier sozusagen abschneidet, wird dann auch euer Spießbraten. Von daher gebt da besonders viel Sorgfalt rein und achtet natürlich darauf, dass ihr an der Stelle jetzt nicht durchschneidet, sondern nur bis runter kurz vors Brett. Wenn ihr dann die Höhe habt, nehmt ihr das Messer waagrecht zum Brett und führt den Schnitt ins Innere vom Fleisch fort. Wenn ihr alte Spießbraten-Profis seid, dann braucht ihr jetzt nicht an der Stelle weiter gucken, sondern spult ein kleines Stückchen vor. Ich wollte das jetzt hier einfach nochmal ungeschnitten zeigen, wie man den Spießbraten fertig aufschneidet. Das ist also wirklich so ein wunderbarer Rollbraten wird. Ihr seht es, der Schnitt wird fortgeführt und es klappt das Fleisch immer weiter auf. Ab und zu mal wieder hinlegen, schauen, wo sind wir hier, wie dick fühlt sich das Ganze an. Und dann den Schnitt einfach hier an der Kante fortsetzen. Mit der anderen Hand das Fleisch so ein bisschen auf Zug halten, dass man also immer sauber den Schnitt fortsetzen kann. Und so arbeite ich mich jetzt hier Stück für Stück durch dieses wunderbare Stück Schweinenacken, käuflich erworben in der Metzgerei Ochsen. Moritz, vielen Dank nochmal und liebe Grüße. Es handelt sich um das schwäbisch-hellische Landschwein, was wir hier verarbeiten. Gut. Jetzt habe ich es dann fast geschafft, aber auch hier an der letzten Kante einfach immer weiter das Fleisch so ein bisschen auf Spannung halten. Ich werde jetzt hier am Schluss aus Versehen auch ein bisschen zu viel schneiden. Ihr werdet nachher das Loch sehen, aber an der Stelle ist es dann egal, weil da wickeln wir ja dann nachher das Ganze auf und die Löcher verschwinden einfach im Rollbraten. Gut, für die Füllung habe ich es mir heute ganz einfach gemacht und habe dem Metzger die Arbeit machen lassen. Das heißt, ich habe mir hier 4 Stück von diesen groben Bratwürsten mit Paprika gekauft. Wichtig ist natürlich, dass die roh sind, noch nicht gebrüht sind. Und da schneide ich jetzt hier einfach den Darm ein und entferne ihn. Also hier das Würstchen so hinlegen, einen Schnitt durchziehen und dann vorsichtig den Darm runterpulen und dann habt ihr eine wunderbar leckere und vor allen Dingen schnell gemachte Füllung für euren Spießbraten. Ja, und dann wird das Wurstbrett eigentlich nur noch hier auf das Fleisch modelliert, sodass wir also einen möglichst einheitlichen Teppich aus Wurstbrett haben. Und dann sind wir auch schon durch mit der Füllung. Ihr seht, links und rechts werde ich einen Rand lassen, genauso auch am Ende, sodass wir hier also nicht zu viel Wurstbrett nachher rausquetschen werden. Gut. Ich beschleunige die Bilder an der Stelle ein bisschen. Ihr habt das Prinzip verstanden. Ich knete und forme das Ganze jetzt noch so ein bisschen gleichmäßiger. Ja, und dann sind wir mit der Füllung im Prinzip auch schon durch und es kann gerollt werden. Ich beginne da jetzt an der etwas krümmeren Seite und wickel das Ganze auf. Ihr seht, hier ist mein Loch, was ich aus Versehen reingeschnitten habe. An der Stelle völlig unproblematisch, weil ich rolle ja den Braten jetzt sowieso zusammen. Hier vorne, da sollte natürlich kein Loch sein. Deswegen schließt das Ganze dann sauber ab und ich habe einen schön gerollten Spießbraten. Jawohl. Der muss jetzt noch verschnürt werden. Und ich weiß auch nicht, was die in letzter Zeit mit diesem Küchengarn angestellt haben. Ob da jetzt irgendwie auch der strenge Finger des Sparens draufgelegt wird, auf jeden Fall. Ich habe es noch nie geschafft, noch nie, hier Küchengarn so einfach durchzureißen. Normalerweise schneidet das Ganze ziemlich fies in die Finger und ist ziemlich robust, aber, also, oder ich habe irgendwie so ein Montagsprodukt erwischt. Also, ich musste hier gerade nochmal neu anfangen. Ja. Weil das hat nicht gut gehalten. Gut, jetzt also hier 2-3 Mal durchfädeln für den Knoten, dann könnt ihr das so richtig schön auf Spannung bringen. Ich fange übrigens in der Mitte an, damit das Ganze dann gleichmäßig nach außen weiter verteut werden kann.
Und dann setze ich natürlich einen zweiten Knoten oben drauf, damit das Garn nicht wieder aufgeht. Ja, und dann wiederhole ich den ganzen Vorgang links und rechts abwechselnd vom ersten, sodass wir jetzt hier also ein wunderschön geschnürtes Stück Fleisch erhalten. Ihr seht es, die Abstände möglichst immer ja, gleichmäßig halten. Dann umso schöner sieht euer Spießbraten nachher aus. Immer so, naja, sagen wir mal alle 2-2,5 cm setzen wir so eine Schnur, ziehen sie schön stramm und arbeiten uns so bis zur äußeren Seite des Fleisches fort. So, gleich haben wir es geschafft. Und unser Spießbraten ist fertig verschnürt. Wenn ihr den Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, ich habe gerade ein bisschen Zeit, Werbung zu machen, dann könnt ihr das gerne hier gleich mal auf dem Logo anklicken und nachholen. Ich laufe jetzt hier weg, raus aus dem Bild. Wo laufe ich denn hin? Ich hole mir ein Messer, da bin ich wieder. Ah nein, hier war noch Schnur zu holen. Also, habe ja eine zerrissen und damit ging das Ganze natürlich nicht ganz auf. Brauchte also noch Nachschub. Und freue mich, wenn ihr tatsächlich den Kanal abonnieren solltet. So, diese überstehenden restlichen Schnurenden einfach schnell abcutten. Und dann sind wir mit unserem Spießbraten, was das Schnüren angeht, auch schon durch. Ich packe ihn mir jetzt in diese große Konsistform und nehme mir von Rack and Rubs den Corn to Rack Rub. Was für ein Zungenbrecher, den Corn to Rack Rub. Da ist tatsächlich etwas Korn mit drin und ich kann euch diesen Rub nur ans Herz legen. Falls ihr ihn mal ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Produkt. Marco Greulich, liebe Grüße an der Stelle. Gut, ich würze das Ganze in der Konsistform, weil natürlich einiges vom kostbaren Rub immer an den Seiten runterfällt. Wir brauchen jetzt, wo das Fleisch fast ganz gewürzt ist, kein weiteres Gewürz dazugeben, sondern ich verwende jetzt einfach hier das, was links und rechts runtergefallen ist, um so das Fleisch noch vollends zu würzen. Da kommt dann einfach der Sparfuchs immer durch. Ihr seht hier, die Stelle war noch gar nicht. Aber wir haben ja hier genug Material. Von daher macht das ruhig in der Konsistform. Da spart ihr euch dann doch einiges am kostbaren Gewürz. Gut, das Fleisch ist fertig gewürzt und darf jetzt in meinem Fall sogar über Nacht hier ziehen. Dazu wickle ich das Ganze in Frischhaltefolie ein und gebe jetzt noch die restlichen Reste meiner Gewürzmischung um das Fleisch herum. Nur nichts verschenken. Ja, und dann darf das Ganze über Nacht im Kühlschrank durchziehen. Euch empfehle ich, wenn ihr nicht so viel Zeit investieren möchtet, macht das auf jeden Fall, also mal mindestens eine Stunde, bevor ihr das Fleisch grillen mögt, dann müsst ihr das hinhauen. Gut, ich verpacke das Ganze jetzt hier noch ordentlich, bisschen Gewürz geht mir jetzt doch noch schwinden. Und am nächsten Tag sieht das Ganze so aus und kommt auf den Drehspieß. Ich habe mich entschlossen, das auf der Roti vom Weber Kugelgrill zu machen. Das heißt, ich spieße den Spießbraten jetzt hier möglichst mittig auf den Spieß, auf diese erste Kralle. Dann schiebe ich mir die zweite Kralle auf der gegenüberliegenden Seite tief rein ins Fleisch. Und dann wird es ordentlich verschraubt, damit während der wilden Fahrt nichts aufgeht. Tja, und dann können wir auch schon an den Grill. Dort werde ich jetzt zunächst einmal noch Kohlen auflegen. Ihr seht, drei Briketts habe ich links und rechts schon in den Kohlenkörbe drin. Das ist sozusagen meine Reserve für später. Und dann reicht mir tatsächlich ein voller kleiner Weber-Anzündkamin, um das Ganze in Gang zu kriegen und das Ganze 3 Stunden lang laufen zu lassen. Also ein kleiner Anzündkamin und unten 3 Briketts in Reserve. Das ist völlig ausreichend, weil sonst haut euch die Temperatur viel zu hoch ab und ihr arbeitet mit zu hohen Temperaturen. Gut, Kohlekörbe links und rechts positionieren. Unten das Ventil habe ich ungefähr zur Hälfte auf, dann die Topfschale dazwischen und unser Spießbraten kann an seinem Platz. Da merke ich jetzt, okay, das sitzt noch nicht ganz exakt. Da gibt es nämlich so eine Nut, wo das Ganze drin laufen soll. Also hier nochmal die Schraube lösen. Und das exakt anlegen und dann kann der Motor angeschaltet werden
Und für die nächsten 2,5 bis 3 Stunden darf der Spießbraten jetzt hier seine Runden drehen. Gut, Deckel drauf und auf Wiedersehen. Nach etwa einer Stunde schaue ich mal dann gleich nach. Ihr seht es so ungefähr 180 Grad am Deckelthermometer. Das ist eine ganz gute Temperatur gewesen. Und nach einer Stunde sieht unser Spießbraten so aus. Es läuft wunderbar rund. Es gibt also keine Unwucht. Und auch die Farbe haut schon hin. Aber ich möchte das Ganze noch so ein bisschen tunen. Ha, verdammt, ein bisschen Kruste löst sich da schon ab in den Hals damit. Und jetzt wird das mit Öl eingepinselt. Der Schritt ist optional. Ich habe jetzt hier auch kein weiteres Gewürz oder so dran gegeben. Ich wollte bloß den Bräunungsprozess noch ein bisschen beschleunigen, verstärken. Wenn ihr es nicht zu dunkel mögt, dann könnt ihr den Schritt hier mit der letzten Ölung auch weglassen. Ich fahre ganz gut damit und lade euch ein, das Ganze einfach mal auszuprobieren. So, meditatives Fleisch einpinseln hat gleich ein Ende und das Fleisch darf jetzt weitere 60 Minuten bis 1,5 Stunden nochmal seine Runden drehen, bis eine Kerntemperatur von 75 Grad erreicht ist. Dann sieht der Spießbraten so aus und kann runter vom Grill. Tja, das war mein Video zum Spießbraten mit nur 3 Zutaten. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar. Und solltet ihr TH Barbecue noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.